Wir zeigen Ihnen einen kompletten Tagesverlauf. Dieses dynamische Licht ist an den täglichen Ablauf im Krankenhaus angepasst und soll die Patienten bei ihrem zirkadianen Rhythmus unterstützen. Wir beginnen mit einer diffusen, bläulichen Frühdämmerungsphase, 15 Minuten bevor der Patient von der Krankenschwester geweckt wird. Das blaue Licht unterdrückt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Die ersten Sonnenstrahlen werden durch die Wolkendecke rot-orange reflektiert. Die Krankenschwester weckt die Patienten in einer 30-minütigen Morgenrotlichtszene. Ein warmweißes Licht begleitet die Patienten während des Frühstücks. Danach steigert sich die Lichtintensität deutlich und ein kaltweißes, grelles Vormittagslicht sorgt bei den Patienten für eine Steigerung des Wachheitshormons Cortisol und des Antriebshormons Serotonin. Nach dieser zweistündigen Lichttherapiedauer mit ca. 1000 Lux auf Augenhöhe und 8000 Kelvin Farbtemperatur sollte der Patient die für den zirkadianen Rhythmus nötige Lichtmenge erhalten haben. Der Patient kann so gestärkt seine Therapie oder den Aufenthaltsraum besuchen. Vor dem Mittagessen ändert sich die Farbtemperatur auf ein angenehmes Warmweiß mit einem hohen Farbwiedergabewert von RA größer als 90, damit das Essen appetitlich aussieht. Von 13 bis 15 Uhr gönnen wir den Patienten ein warmweißes Siesta-Licht ohne Blauanteil, um die Regenerationsphase zu unterstützen. Zum Nachmittag hin steigert sich die Farbtemperatur auf kaltweiße 5500 Kelvin und auf 800 Lux auf Augenhöhe zum zweiten Tagesmaximum, um nochmals für Wachheit und Aktivierung zu sorgen. Die Zeit während des Abendessens wird mit warmweißen 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabewert begleitet. Zum Abend hin verschwindet jeder Blaulichtanteil, um die Bildung des Schlafhormons Melatonin nicht zu verhindern. Der Abend endet um 21 Uhr mit einem sehr warmweißen Abendrotlicht. Der Patient kann unabhängig vom Tageslichtverlauf sein Leselicht immer bedienen. Am türseitigen Schalter ist ebenfalls jederzeit das Untersuchungslicht ein- und ausschaltbar.